Hallo Landshut, seid ihr da? Akustisch war das schon mal nicht ganz schlecht, aber von hier oben aus gesehen sind die Abstände noch nicht so, dass wir sagen können, wir können starten mit der Versammlung und dass uns die örtliche Polizeibehörde auch erlaubt, die Versammlung störungsfrei und ordnungsgemäß bis zum Ende durchzuführen. Die Ringelstecherwiese gibt viel Platz her. Also bitte, verteilt euch noch ein bisschen nach hinten. Und ihr habt vom Gerhard schon gehört, es sind 100 Teilnehmer für diese Versammlung genehmigt worden. Wir haben ein paar mehr als 100. Und das Agreement ist, wenn die Abstände großzügig eingehalten werden, dann können wir auch die gesamte Versammlungsfläche nutzen mit mehr als 100 Teilnehmern. Also bitte, ich appelliere an euren gesunden Menschenverstand, helft mit, die Versammlung ordnungsgemäß und reibungslos zu Ende zu bringen. Vielen Dank. Also noch ein bisschen Bewegung nach hinten, seid so nett und entzerrt euch ein kleines bisschen. So, bin ich jetzt auch hinten noch gut zu verstehen? Hebt mal hinten die Hand. Dankeschön. So, jetzt fangen wir nochmal an. Das sieht ganz gut aus. Ich kriege auch ein zustimmendes Signal von den Ordnungskräften. Hallo Landshut! Jawohl! Ja, ich bin's mal wieder. Für alle diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Bernd Thomas Dreier. Ironie on, ich bin seit dem 6. Mai systemrelevanter Nazi, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Querdenker und was auch immer. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen im Kreise der Rechten, der gewaltbereiten Antisemiten und vom Verfassungsschutz beobachteten Querdenker. Also herzlich willkommen euch allen. Also muss wirklich sagen, Chapeau und Respekt, dass ihr eure Füße hierher getragen habt und auch Gesicht zeigt, gegen diesen kollektiven Irrsinn anzugehen oder dem die Stirn zu bieten. Und ich möchte an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen sagen an die offiziellen Repräsentanten der Stadt Landshut, insofern sie unter uns weilen. Und ein ebenso herzliches Willkommen der Ordnungsbehörde und den Kräften der Polizeiinspektion Landshut und den hinzugezogenen Polizeikräften aus Bayern. Sie kommen möglicherweise aus Bamberg oder Traunstein, ich weiß nicht woher. Ein herzliches Willkommen auch euch. Ist irgendwie erstaunlich, als ich meine erste Versammlung am 6. Mai vor dem Landshuter Rathaus abgehalten hatte, waren, um meine Versammlung zu schützen, in toto 2 Polizisten da. 2. Jetzt sind ein paar mehr gekommen. Und ich habe da nur eine Erklärung, dass es sich in den Reihen der Polizei mittlerweile herumgesprochen hat, dass hier sehr wichtige Informationen rund um diese Corona-Pandemie gegeben werden. Und Beamte dürfen ja normalerweise an Versammlungen oder Demonstrationen nicht teilnehmen und ich habe die Vermutung, dass die Einsatzleitung auch dem Wunsch der Beamten Rechnung tragen wollte, ja, die Informationen hier aufzunehmen und per Dienstauftrag die Möglichkeit zur Fortbildung gegeben hat. Also ich freue mich, dass die Beamten so zahlreich erschienen sind und nochmal ein herzliches Willkommen. An der Stelle auch vielleicht eine kleine Entschuldigung von unserer Seite an die Polizeibeamten. Fortbildung im Sinne von, dass hier Molotow-Cocktails fliegen, dass irgendwelche gewaltbereiten Polizeiautos anzünden, wird es wahrscheinlich heute nicht geben. Aber vielleicht den ein oder anderen interessanten Beitrag.
Und ich möchte es auch nicht versäumen, euch und uns allen noch ein besseres neues Jahr 2021 zu wünschen. Ein besseres, als es das alte war. Das alte Jahr war im Wesentlichen bestimmt von einem Zickzackkurs der Regierung zur Bekämpfung einer epidemischen Gefahrenlage nationaler Tragweite. Und dabei gab es irrsinnige Widersprüchlichkeiten sowohl im Agieren der Politik als auch in dem, was uns die Presse über diese Corona-Pandemie glauben machen wollte. Und seit dem letzten März sind viele vom Lockdown völlig oder durch den Lockdown völlig von Hilfen oder von irgendwelchen Erleichterungen finanzieller Art seitens der Regierung abgeschnitten. Es sind Solo-Selbstständige wie ich beispielsweise, aber auch die Veranstaltungsbranche mittlerweile, die Gastronomen, Einzelhändler, alle die sind momentan, so wie es aussieht, ohne Einkommen, ohne Hilfen und auch ohne Perspektive. Und immer mehr Menschen wehren sich gegen diese staatliche Willkür und Übergriffigkeit, gehen auf die Straße und zeigen Gesicht. Und was mich besonders freut, dass es auch einige Künstler geschafft haben, Gesicht zu zeigen, mit uns auf die Straße zu gehen und mit uns gemeinsam zu demonstrieren. Und stellvertretend für einige wenige Künstler, die ich auch persönlich kenne, haben wir hier auf der Bühne, kommt nach vorne, Astrid und Lajos vom Projekt C-Sound, die uns seit mittlerweile 3 Monaten auf unserer Infotour begleiten. Und dass sich immer mehr Menschen wehren, sieht man an den zahlreichen Initiativen, die entstanden sind und immer weiter entstehen. Eltern stehen auf, Ärzte stehen auf, der Mittelstand steht auf. Ja, auch Christen stehen auf, weil die sich auch von der katholischen und evangelischen Kirche völlig abgehängt fühlen. Ärzte stehen auf und haben Initiativen gegründet, Ärzte für Aufklärung, Anwälte für Aufklärung. Und seit letzten Dezember, und da werden wir noch ein bisschen mehr hören später, sogar eine Initiative, ein Verein, Polizisten für Aufklärung. Inzwischen gibt es auch ein Netzwerk von kritischen Richtern und Staatsanwälten, die gegen Willkür bei der Rechtsstaatlichkeit aufstehen und auch ihre Stimme erheben. Es ist gut, dass so viele Menschen aufstehen und so viele Einzelexpertisen dabei Gesicht zeigen und Widerstand leisten. Aber Einzelexpertisen oder Einzelbewegungen sind relativ schwach. Und deshalb haben wir uns im vergangenen Dezember zur Aufgabe gemacht, diese einzelnen Initiativen, die aufstehen, zusammenzuführen. Und wir haben einen Verein gegründet Mitte Dezember letzten Jahres, mit der Bezeichnung oder Vereinsbezeichnung Bayern steht zusammen. Jetzt kommt es nämlich darauf an, nicht nur auf, sondern zusammenzustehen. Was möchten wir erreichen? Wir möchten Menschen wesentlich stärker Zugang zu detaillierten Informationen, zu den wahren Informationen rund um diese Corona-Pandemie geben. Wie tun wir das? Wir haben zum einen eine Internetplattform aufgebaut und da könnt ihr mal reinschauen und wenn ihr googelt, Bayern steht zusammen oder www.bayern-stehtzusammen.de sind solche Informationen zu finden. Ich kriege gerade den Hinweis von Gerhard, bitte sorgt nochmal dafür, dass die Abstände
vergrößert werden. Ihr kennt das Hubschrauberprinzip. Also bitte zum Nebenmann, zur Nebenfrau, zum Vordermann, zur Vorderfrau. Minimum 1,5 Meter. Wenn ihr euch nicht berührt im Hubschrauber, habt ihr sogar die 2 Meter. Also bitte alle mal durchexerzieren, Hubschrauber. Und dann benötigen wir noch 10 Freiwillige, die in ihrer Karriere noch niemals Ordner auf einer Versammlung gewesen sind. Ihr habt die Möglichkeit, euch jetzt zum Ordner zu qualifizieren. Der Gerhard wird euch unten an der Treppe zur LKW-Bühne einweisen. Also bitte nochmal 10 Ordner Freiwillige vor, sonst können wir die Versammlung nicht weiterführen. So, 2. Ja, passt, wunderbar. Vielen Dank. Haben wir alle beieinander? Ja, kannst du nochmal? Ja, wunderbar. Jetzt haben wir 10 Ordner. Vielen Dank euch. Nochmal einen Applaus an diejenigen, die uns bei der Versammlung unterstützen. Nochmal meine Bitte auch, leistet den Ordnern unmittelbar Folge. Sie sorgen auch dafür, dass wir die Versammlung ordnungsgemäß zu Ende bringen können. Im vergangenen November, ich führe fort, im vergangenen November haben wir diesen LKW, den ihr hier seht, aus Osnabrück geholt. Es war ein gebrauchter LKW, den haben wir wieder aufgemotzt. So wie ihr den jetzt seht, haben wir den Ende vergangenen November auf die Straße gebracht und sind seitdem an 2, 3 und manchmal 4 Tagen in der Woche in unterschiedlichen Bayern, Städten Bayerns, Oberbayerns, Niederbayerns und mittlerweile auch in der Oberpfalz unterwegs. Schwerpunkt dieser Kundgebungen, und wir nennen das Bürgerinfotour, ist das offene Mikrofon. Die Politikverantwortlichen verweigern sich relativ konsequent einem Diskurs. Und wir geben den Menschen die Möglichkeit, hier hochzukommen, ihre Sorgen, Nöte, Ängste, aber auch ihre Einschätzungen, ihre Meinungen rund um diese Corona-Pandemie kundzutun und so miteinander in einen Dialog zu treten. Und ich möchte euch ermutigen, wer irgendetwas auf der Seele hat oder etwas sagen möchte, darf sich gern hier unten an der Bühne einfinden und das offene Mikrofon steht euch dann auch zur Verfügung. Viele weitere Aktivitäten um den Verein könnt ihr dann im Internet nachlesen. Ich will das jetzt alles nicht auflisten. Und damit das auch etwas Laune macht, soll Musik nicht zu kurz kommen. Und ich hatte ja Astrid und Lajos vom Projekt C-Sound schon erwähnt. Und die waren so engagiert, dass sie uns eine eigene Vereinshymne geschrieben haben. Sie haben die produziert. Und einige von euch haben möglicherweise schon einen Zettel bekommen von unserem Infostand. Dort ist der Text unserer Vereinshymne zu lesen, nachzulesen. Und wer möchte, kann den jetzt auch lauthals mitsingen. Text ist relativ einfach. Bayern, mir san, once. Und jetzt gebe ich das Mikrofon an Astrid und Lajos von C-Sound. Es hat sich auch nochmal herausgestellt, wenn Musik gespielt wird, wenn man singt, rückt man enger zusammen. Nochmal meine Bitte an alle, wir sind weit mehr als die zulässigen 100 Teilnehmer. Bitte, ja, Landshut, ihr seid Wahnsinn, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Aber bitte, bitte, entzerrt euch ein bisschen, vergrößert die Abstände, damit wir die Versammlung gut zu Ende bringen können. Nach hinten gibt die Ringelstecherwiese noch viel her. Also bitte, bis in Bewegung. Entzerrt euch, macht den Hubschrauber immer und immer wieder und die Ordner gehen proaktiv auf euch zu und leistet bitte den Ordnern Folge. Ein weiterer Hinweis, das Rauchen auf der Versammlungsfläche sollte möglichst nicht stattfinden. Also wer unbedingt rauchen möchte,
geht ein bisschen außerhalb der Versammlungsfläche, raucht sein Zigarettchen und kommt dann wieder rein. Ja? Vielen Dank für eure Kooperation. So können wir die Versammlung ordnungsgemäß zu Ende bringen. Landshut, vielen, vielen Dank. Ihr seid super. Danke. Als Versammlungsleiter vorgestellt, der Gerhard Pettenkofer. Und er wird uns etwas über die Demokratie erzählen und welche Möglichkeiten es gibt. Bevor der Gerhard ans Mikrofon geht, nochmal meine Bitte. Wir bekommen gerade einen Hinweis von der Einsatzleitung. Setzt eure Mund-Nasen-Bedeckung auf. Ja, auch ich habe eine Maskenbefreiung aus gesundheitlichen Gründen und ich trage auch, wenn ich nicht am Mikrofon bin, einen Mund-Nasen-Schutz. Einfach, um diese Versammlung gut zu Ende bringen zu können. Und wer wirklich glaubhaft machen kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder anderweitigen Gründen nicht tragen zu können, ja, der ist natürlich von der Maskenpflicht befreit. Aber alle diejenigen, die jetzt vielleicht glauben, keine aus Protest keine tragen zu müssen, an die möchte ich appellieren, tragt eine Mund-Nasen-Bedeckung, um unsere Versammlung nicht zu gefährden. Vielen Dank und nochmal kurz auf die Abstände achten und dann können wir auch mit der Versammlung fortführen. Vielen, vielen Dank. Und der Gerhard wird uns etwas über Demokratie sagen und wie der Souverän zukünftig möglicherweise seine demokratischen Rechte wesentlich besser wahrnehmen kann. Ein Applaus nochmal für Gerhard. Bundesweit gewesen. Danke, Florian, dass du heute auch hier unterstützt mit deinem Peace-Fahrzeug. Willst ein paar Worte an die Teilnehmer richten, ja? Hast du was ganz Wichtiges angesprochen? Miteinander reden und nicht übereinander reden. Leider ist das in den letzten Monaten irgendwie in Schieflage geraten. Also red's miteinander. So, das offene Mikrofon, noch ein kurzer Redebeitrag. Du bist die? Applaus für eine junge Dame, die Helene. Danke für diesen mutigen Redebeitrag. Ich hatte eigentlich schon die Hoffnung an die junge Generation verloren. Auch diese junge Dame hat es allen gezeigt, wie couragiert man sein kann und vor allen Dingen auch die richtigen Worte zu finden. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du Gesicht gezeigt hast und hier auf der Bühne warst, am offenen Mikrofon. Danke dir. Kompliment machen, ihr seid super, ihr steht dort, ja, jetzt mittlerweile im Schnee und haltet noch munter durch. Kurzer Hinweis, wir hatten ja noch einen Redner angekündigt, der über die Rechtsstaatlichkeit etwas sagen wird. Markus Heinz wird ein kleines bisschen später kommen. Er ist auf der Autobahn hängen geblieben, aber er kommt noch. Und in der Zwischenzeit machen wir ein bisschen Musik. Astrid und Lajos kündigen jetzt eine bessere Zeit an. Danke nochmal, Astrid und Lajos. Und das offene Mikrofon geht weiter. Noch eine junge Dame. Hey, du bist die? Die Jasmin. Hi. Ja, die Versammlung offiziell beendet. Und danach machen wir noch ein kleines bisschen Abschieds- und gute Laune-Musik. Kommt gut nach Hause. Von meiner Seite vielen Dank, dass ihr ausgeharrt habt. Und wir sehen uns bald wieder auf der Straße. An irgendeinem Termin auf unserer Bürgerinfotour. Danke an euch. Vielen Dank, Erwin. Kurz bevor das offene Mikrofon weitergeht, haben wir noch einen Hauptredner. Entschuldigung, dass er ein bisschen später gekommen ist. Ich darf auf der Bühne begrüßen unseren Rechtsanwalt und auch Friedensaktivisten Markus Heinz. Danke, Markus, dass du wieder in Landshut dabei bist. Du hast bestimmt spannende Dinge zu berichten im Umgang mit dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Markus, das Mikrofon gehört dir. Applaus nochmal für unseren
Markus Heinz. Danke, Markus. Vielen Dank. Markus, es sind Menschen wie du, es sind Menschen wie Karl, die uns jeden Tag ermutigen, weiterzumachen, auf die Straße zu gehen und selbst im Winter hier, wenn es schneit, wenn es kalt ist, auszuharren und zu zeigen, dass wir mit dem, was um uns herum passiert, nicht einverstanden sind. Und danke für eure Arbeit. Ihr schlaft wahrscheinlich nie, vom Geiste her sowieso nicht, aber ihr arbeitet Tag und Nacht, uns die Demokratie auf der juristischen Seite noch einigermaßen zu erhalten. Danke, Markus, und wir werden selbstverständlich heute um 20 Uhr in München aufschlagen. Und jeder, der noch ein bisschen Zeit hat und ein bisschen Energie hat, unterstützt Markus Heinz bei seinen Bemühungen vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. So, wir haben die Zeit ein bisschen überstrapaziert. Vielen Dank an die Einsatzleitung unserer örtlichen Polizeibehörde, an den Herrn Fretschner, dass wir ein bisschen länger machen durften. Von unserer Seite ein großes Kompliment auch für die Zurückhaltung. Wir haben eine wunderbare Versammlung bis zu Ende bringen können. Auch dank euch, dass ihr mit den Auflagen einigermaßen konform gehen konntet. Und ich möchte euch bitten, im Anschluss an die Versammlung euch aufzulösen. Bitte keine großartigen Grüppchen mehr zu bilden. Geht nach Hause, möglichst auf dem schnellsten Weg nach München, wenn ihr könnt. Und wir wünschen euch einen wunderbaren... Ja. Muss man dazu sagen, in München ist es natürlich auf 200 Teilnehmer gesprengt. Ich bin mal gespannt, wie das dann konkret läuft. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt alle nach München fahren. Wer das sich angucken möchte, darf das natürlich, aber nicht, dass ihr dann am Ende enttäuscht seid. Das wollte ich nur noch mal sagen. Wir werden niemals enttäuscht sein, Markus.